Das hier sind die Sanyuki-Marker. Dieses ganze Set mit 120 Markern kostet 55 Euro, was uns zu einem Stückpreis von gerade einmal 45 Cent bringt. Und das macht sie neben den Discount-Markern von Action zu den günstigsten Markern, die ich je getestet habe. Aber auch 45 Cent sind einfach zu viel, wenn die Leistung nicht stimmt. Und genau deswegen habe ich mir die Marker für euch mal etwas genauer angeschaut. Angekommen sind die Marker in dieser grauen Tasche, die für den Setpreis von 55 Euro ziemlich hochwertig ist. Einmal die schicke Metallschnalle aufgemacht, strahlen einem die Marker entgegen. Aber nicht nur die, nein, auch noch eine Swatching Card, ein DIN A5 Markerpad, Sticker und eine Schutzfolie sind dabei. Auch befinden sich in der Tasche Einlegeböden mit Kästchen für jeden einzelnen Marker, damit diese nach dem Herausnehmen ja nicht einfach wild in der Tasche rumfliegen. Da muss ich echt zugeben, dass ich beim Auspacken positiv überrascht war. Die Marker an sich fühlen sich sehr glatt an und liegen auch gut in der Hand, ähnlich wie die Ohu-Marker, haben eine Pinselspitze, gekennzeichnet mit dem grauen Ring, und eine Keilspitze. Die Farbkennzeichnung befindet sich auf den Kappen der Marker, so lassen sie sich im Markerregal oder in der Tasche eben sehr gut finden. Und anders als andere Marken verzichtet Sanyuki hier auf eine Farbbezeichnung, also den Farbnamen, sondern setzt lediglich auf Nummern. Auf den ersten Blick also erstmal nichts Neues oder Revolutionäres, eher altbewährtes, und deswegen gehen wir jetzt direkt über zu der Farbauswahl. Das Set mit den 120 Markern ist vorerst das einzige Set, das es von der Marke Sanyuki zu erwerben gibt, zumindest wenn dein Marker mit einer Brushspitze ausgestattet sein soll. Daher wünsche ich mir auf jeden Fall genug Auswahlmöglichkeiten bei den Hautfarben und ja generell auch eine größere Farbvielfalt, um eben ja möglichst viel aus dem Set rausholen zu können. Leider bin ich da etwas enttäuscht. Schaut euch allein mal diese Rottöne hier an. Aus 15 Tönen lassen sich allein 9 einfach nur bei ganz genauem Hinschauen überhaupt voneinander unterscheiden. Auch bei den restlichen Farben sind mir einfach zu viele Töne dabei, die sich zu sehr ähneln. Das ist so schade, denn es wäre so viel Platz gewesen für hellere Töne oder eben auch so ja vermittelnde Töne zwischen hell und dunkel, für bessere Blends und auch mehr Kontrast im Bild. Und ja, natürlich habe ich das auch auf anderen Markerpapieren getestet, unter anderem auch auf der beiliegenden Swatching Card. Ja, und was soll ich sagen, auch hier habe ich denselben Eindruck bekommen. Dafür sind viele schöne Hautfarben dabei und auch an Grautönen haben sie nicht gespart. Und übrigens kann man anhand von denen hier auch sehen, wie eine tolle Farbabstufung aussehen kann. Okay, es bleibt also spannend. So spannend, dass ich jetzt direkt mit dem Härtetest weitermachen will. Dafür müssen diese Outlines hier herhalten und wie der ein oder andere schon erkannt hat, handelt es sich hier um Barbie. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hauen, ob ihr den Film schon gesehen habt. Ich nämlich noch nicht. Naja. Marker jetzt gut ist oder nicht, entscheide ich persönlich immer an der Layerbarkeit und auch an der Blendbarkeit. Gerade auch, wenn ich bei dem Set, das ich mir dann kaufe, nur eine kleinere Farbauswahl habe. Ich schaue dann also ganz genau, ob sich die Marker sauber miteinander verblenden bzw. layern lassen. Bei unsauberen Blends hinterlässt der Marker Streifen oder die Marker lösen sich gegenseitig auf. Das kann zu Fleckenbildung führen. Wohingegen die Marker bei sauberen Blends schön nachdunkeln bzw. ja sich übereinander drüber legen. In diesem Fall ist man dann auch weniger auf Zwischentöne angewiesen und man kann auch seine eigenen Farben mischen. Und egal wie günstig ein Marker ist, eine gewisse Performance muss da einfach erbracht werden. Ansonsten wäre mir persönlich einfach jedes Geld zu schade. Denn dann machen die Alkoholmarker ja nicht, was Alkoholmarker machen sollen. Und ja, was soll ich sagen? Ich war von der Blendbarkeit der Sanyuki-Marker positiv überrascht. Selbst das Lila, das ich an manchen Stellen da am Anfang eingearbeitet habe, ließ sich super mit den Hautfarben verblenden. Klar, hinterlassen die Marker dafür an manchen Stellen Striemen, aber das ist bei relativ großen Farbabständen doch recht normal, wenn man sich im günstigeren Markensegment bewegt. Sogar bei den mehr als doppelt so teuren Artix-Markern tritt ja dieses Problem auf, aber im Endeffekt nichts, was man mit Buntstiften nicht wieder fixen könnte. Auch über die Layerbarkeit lässt sich nicht wirklich meckern. Natürlich könnten sich die Marker an manchen Stellen noch etwas mehr schichten lassen, denn gefühlt wird nach der dritten, vierten Schicht nichts mehr dunkler.
Und auch muss man beachten, dass sich hier die Farben intensiver gegenseitig aufheben und Flecken bilden können, wenn man dunklere Farben mit helleren verblendet und dabei nass in nass arbeitet. Übrigens ebenfalls ein sehr gängiges Problem unter den günstigen Markern. Aber auch hier lässt sich nach dem Trocknen ja das Ganze nochmal ausbessern, wenn man mit einer zweiten oder dritten Schicht drüber geht oder eben mit Buntstiften nacharbeitet. Natürlich kann dir bei solchen Problemen mit dem Layern und Blenden eine größere Farbauswahl helfen. Aber leider habe ich beim Kolorieren nun doch öfter festgestellt, dass mir der ein oder andere Zwischenton gefehlt hat. Bei einem Set von 120 Markern darf das meiner Meinung nach aber eigentlich nicht so ein großes Problem sein. Hätte man hier die vielen ähnlichen Farben durch bessere Farbabstufungen ersetzt, wäre das ein Mega-Set geworden. Das letzte, was ich noch anmerken möchte, ist, dass ich die Spitzen der Sanyuki-Marker wirklich toll finde. Ich war wirklich auf einiges gefasst, aber ich muss sagen, dass mir die sogar fast besser gefallen wie die von Ohuhu. Denn die Brushspitze, die ist nicht ganz so feste und auch der Tintenfluss ist nicht so stark. Dadurch muss ich mich bei den Bereichen, wo man etwas detaillierter arbeiten muss, nicht so anstrengen, wie jetzt zum Beispiel bei den Ohuhu-Markern. Das letzte Review mit so günstigen Markern fiel ja leider nicht so gut aus. Und ähnliches hatte ich ehrlich gesagt hier auch erwartet. Aber wow, ich muss sagen, da habe ich mich echt getäuscht. Natürlich schaffen es die Sanyuki-Marker zu diesem Preis nicht, die typischen Probleme der Alkoholmarker im Niedrigpreissegment zu umgehen. Mit den anderen beliebten Marken wie Ohuhu, Artix und Co. können sie aber alle mal mithalten. Ich kann also wirklich, gerade mit den Action-Markern im Hinterkopf, von einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen und würde sie auch jedem empfehlen, der eine günstige Einstiegsmöglichkeit in die Welt der Alkoholmarker sucht. Und falls du dich jetzt fragst, was ich an den Action-Markern eigentlich so schlimm fand, dann empfehle ich dir, hier in dieses Video reinzuklicken. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ciao!